Goldene Zeiten leben jährlich wieder auf, wenn Rothenburg ob der Tauber im Herbst die Reichsstadtfesttage feiert. Schwungvolle Tänze, traditionelles Handwerk und Schauspiel. Weit über 1000 Bürger engagieren sich in historischen Vereinen, um die Geschichte der Stadt für Einheimische und Besucher erfahrbar zu machen. Im Fokus steht der unaufhaltsame Aufstieg Rothenburgs im 13. Jahrhundert. Die Reichsstadtzeit, die eingeläutet wurde 1274 mit der Reichsstadtprivilegurkunde seitens des König Rudolfs von Habsburg, also König Rudolf I., ist eine sehr reiche und bedeutungsvolle Zeit für Rothenburg gewesen. Eigentlich die bedeutungsvollste Zeit überhaupt, in der Rothenburg wirklich zu einer Blütezeit gekommen ist und mitunter auch eine sehr große Stadt gewesen ist, bis zu 6000 Einwohnern. Und das war für damalige Verhältnisse schon sehr, sehr viel. Handel und der wachsende politische Einfluss machten Rothenburg zu einem Machtzentrum seiner Zeit. Heute erinnern die Reichsstadtfesttage an den Glanz vergangener Jahre. Mit schillernden Figuren und Schauspiel in historischer Kulisse. Ein Spektakel für die ganze Familie.